Ist das alles? Was wollen uns die Herrschaften sagen? ...75 Minuten lang nur ein einziges Wort. Das eintönigste Theaterstück der Welt. In Berlin ist es der Renner der Saison. Geschrieben 1974 von Dieter Roth, einem sogenannten Fluxuskünstler. 179 Seiten lang, Murmel. Für Herbert Fritsch war das die Rettung. Irgendwann fing er an, die vielen Worte auf der Bühne zu hassen. Das Theater, sein Beruf, machte ihm keinen Spaß mehr. Schon das Wort Sprechtheater verursacht mir Probleme, ja, weil das ist so eine Reduzierung. Und ich finde, Sprache ist eine unglaubliche Reduzierung, wenn man so Leute wie Marx Brothers oder so sieht. Ja, was die mit ganz simplen Geschichten, die völlig unbedeutende Geschichten, aus denen unglaublich was erzählen. Ja, das wird so unterschätzt, was der Körper mitteilt. Die Schauspieler sind über viele Jahre extrem unterschätzt worden, sie sind reduziert worden. Und nicht nur der Schauspieler, die Menschen insgesamt. Natürlich wollen Schauspieler angeschaut werden, wenn das manchmal nur nicht so schrecklich peinlich wäre. Mama! Mama! Fritsch hat alle Theatermoden durchgemacht. Gut für Snacks und ultra brutal. 35 Jahre lang seinen Körper zu Markte getragen, im Dienste der Kunst. Apokalypse, wow! Sich verausgabt. Ich bin lebendig. Immer das Äußerste gegeben. Die Leute haben mich nicht in Ruhe gelassen, die haben überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Als Schauspieler hatte ich immer das Gefühl, dass ich nur mit meinen Beschädigungen hausieren gehe. Und dass die Leute auch nur meine Beschädigung sehen wollen. Und das konnte ich irgendwie. Aber irgendwann fing es an, tödlich zu werden und hat mir nur noch wehgetan. Mir hat das Spielen nur noch wehgetan. Ich habe es bis zu einem Punkt betrieben, wo es für mich unerträglich wurde. Und dann war es schrecklich, ja, weil dann ist mir natürlich was verloren gegangen, weil ich dachte, das ist das Einzige, was ich habe. Ja. Und auf einmal, weiß nicht, ging es los. Papa! Bum, 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 bum. Der Slapstick hat ihn in gewisser Weise erlöst. Eine Boulevardklamotte aus dem Jahr 1913. Die spanische Fliege. Ich leg mich lang! Die Inszenierung wurde in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Ein anarchistischer Spaß. Verklemmte Ehemänner und bigotte Anstandsdamen sprechen sich endlich mal aus. Was erlauben Sie sich? Mein Mann wird Ihnen gebührende Antwort schon erteilen! Selten hat man Sophie Reuss und Wolfram Koch mit so viel Spaß bei der Arbeit gesehen. Schauspieler und Publikum schmeißen sich weg vor Begeisterung. Und das Stürzen war für mich als Schauspieler auch immer, das war für mich, wo dann die Ekstase losging. Wenn man stürzen konnte auf der Bühne, dass die Leute dachten, man bricht sich sämtliche Knochen. Und das war für mich immer was Zentrales in Stücken. Fritsch bringt das Theater zum Schweben. Geschichten interessieren ihn nicht mehr. Er spielt mit Räumen, Tönen, Gästen, Formen und Farben. Und mit Stimmungen. Auf den ersten Blick scheint alles so lustig. Aber vielleicht trügt der Eindruck. Hat der Spaß nicht auch etwas Überdrehtes, etwas Panisches? Dieses Theater ist ein Ausbruchsversuch aus den starren Ritualen des Kunstbetriebs. Ein Anfang also. Oder etwa ein Ende? Das soll jetzt noch kommen. Ja? Aber immerhin kann man sich die Frage bei mir stellen. Ich lese sie selten bei anderen, dass man die Frage stellt, was soll jetzt da noch kommen? Ja? Und das ist doch eine wunderbare Frage. Also überhaupt, dass man permanent als Mensch sich neu erfinden muss. Dass Theater Bewegung ist.